draußen, damit sie nicht nur sich was angucken, sondern dann vielleicht auch noch ein Bier trinken und was essen. Wir haben 59.000 in der darstellenden Kunst, 51.000 in der Musik, 17.100 Filmmedien. Damit es ein bisschen untersetzt wird, was ist da zum Beispiel dabei? Ein Bühnenprojekt zum 30. Jubiläum der diesjährigen Kunstpreisträgerin, der Tänzerin Katja Erfurt, ein iranisches Kunst- und Theaterfestival im Sozietätstheater, das 36. internationale Pantomime-Theaterfestival im Theaterhaus Rudi oder ein großes Tanzprojekt des 2019 mit dem Sächsischen Tanzpreis ausgezeichneten Tänzer und Choreografen Wagner Morera im Projekttheater, das Sommerkino im Objekt Klein A, die osteuropäischen Filmtage im TIFF, die Dresdner Spaziergänge auf den Spuren von Schriftstellerinnen des 20. und 21. Jahrhunderts, die wirklich witzigen Musiktheaterproduktionen der Serkowitzer Volksoper im Sommergarten der Saloppe und so weiter und so weiter. Und wir haben hier ein bewährtes und ganz transparentes Verfahren. Wir haben eine Jury, also eine, wir haben Facharbeitsgruppen, in die wir als Stadträte und Stadträtinnen auch gehen können. Also wir können wir haben keine Stimme, aber wir können daran teilnehmen und gucken, wie die jeweiligen Facharbeitsgruppen diskutieren. Da gibt es ein Vorvotum und in, würde mal sagen, fast 95% der Fälle folgen wir auch dem Votum der Facharbeitsgruppen in den, im Ausschuss dann. Und das heißt, wir haben hier alle Jahre und auch dieses Jahr im Corona-Jahr unglaublich viele Aktivitäten und ganz breit aufgestellt und wir sollten jetzt ganz dringend die Gelder hierfür freigeben. Ich sage es hier auch nochmal, also ich lasse mir das auch gerne nochmal erklären, aber ich bin 16 Jahre im Stadtrat, ich habe tatsächlich auch schon andere Haushaltssperren erlebt, aber dass der Kulturausschuss diese Projekte nicht selber beschließen kann, wo die Gelder ja tatsächlich dafür vorgesehen sind, das ist neu. Wir haben es jetzt hier im Stadtrat und ich möchte doch, dass wir jetzt dieser breiten kulturellen Vielfalt in Dresden, die wir vor allem auch in der freien Szene haben, jetzt das Signal senden können. Die Gelder sind freigegeben, die Projekte können gestartet werden und das wäre jetzt eben ein sehr positives Signal, nicht nur in Zeiten von Corona. Vielen Dank. So, Frau Hollerenko. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause am Livestream. Normalerweise entscheidet der Ausschuss für Kultur und Tourismus als beschließender Ausschuss über die Ausreichung der Fördermittel für kulturelle Projekte. In der letzten Sitzung wurde die Projektförderung für das zweite Halbjahr 2020 allerdings in den Stadtrat gehoben. Grund dafür ist die Haushaltssperre, die in Dresden immer noch Bestand hat, obwohl die Staatsregierung allen sächsischen Städten und Gemeinden ausdrücklich davon abgeraten hat, pandemiebedingte Haushaltssperren zu verhängen. Leider interessiert das aber unseren Oberbürgermeister und seinen Beigeordneten für Finanzen nicht. In trauter Zweisamkeit halten die beiden Herren an diesem unsinnigen finanzpolitischen Instrument fest. Doch damit nicht genug. Sie stellen gleichzeitig faktische Kürzungen für den kommenden Haushalt in Aussicht. Denn es ist klar, bei gleichbleibendem Etat und gleichzeitig steigenden Fixkosten wie Personal und Mieten bedeutet das automatisch einen Fehlbetrag für die frei verfügbaren Sachkosten. Die Folgen werden besonders im sozialen und kulturellen Bereich alle bisher gekannten Dinge in den Schatten stellen. Und da frage ich Sie, Herr Hilbert, und ich frage auch Sie, Herr Dr. Lames, was ist das für ein fatales Signal, das Sie hier an unsere Stadtgesellschaft senden, als oberste Entscheidungsträger in unserer Stadt? Was Sie tun, das ist unverantwortlich und das wird viele Errungenschaften, die Dresdens Ruf als Kunst- und Kulturmetropole begründen, zerstören. Kunst und Kultur sind Lebensmittel, die Menschen insbesondere in schwierigen Situationen Kraft und Halt geben.
Kultur schafft Orte des Miteinanders und ja, Kultur sichert auch Existenzen. Ihr Spardiktat mildert nicht die Folgen des Lockdowns ab, sondern es verschärft sie sogar noch. Am Ende trifft es mal wieder jene Menschen, die sowieso schon wenig haben und von der Corona-Pandemie ohnehin schon kalt erwischt wurden. Was wir in diesem Moment brauchen, das sind zusätzliche finanzielle Impulse. Und zwar nicht für dünne Konzepte wie Ihre Kulturinseln, sondern für eine solide und auskömmliche Finanzierung aller Kunst- und Kultureinrichtungen und für alle Künstlerinnen und Künstler in unserer Stadt. Wir sind deshalb sehr froh, dass es uns angesichts dieser schwierigen und durch Sie unnötig zugespitzten Haushaltslage gelungen ist, im Kulturausschuss eine Einigung über die Projektförderung zu erzielen. Wir werden dieser Vorlage heute gern zustimmen, auch deshalb, weil hier die Gelder direkt zu den Kunst- und Kulturschaffenden ankommen und nicht zu großen Teilen bei irgendwelchen Agenturen versickern. Und im Übrigen bekommen diese Kunst- und Kulturschaffenden ihre Anträge nicht auf dem kurzen Dienstweg zugeschanzt, sondern sie müssen sich ordnungsgemäß bewerben, um ihre Förderung zu erhalten. Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Dann gestatten Sie noch einen Satz, Frau Lawenko. Man überlegt sich manchmal sehr, warum ich jedes Jahr immer aus Budgets, die für die Gesamtgesellschaft da sind, beim Oberbürgermeister unterstützend in den Kulturbereich finanziell eingreife. Wenn man dann am Ende der Tage solche Redebeiträge hier anhören muss, wo es wirklich darum geht, die größten unter Not abzumildern, Möglichkeiten, auch was für Künstler außerordentlich wichtig ist, wieder der Auftritt zu bekommen. Es ist schade. Ich nenne es mal einfach, es ist schade. So, wir kommen zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht und wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Okay. 53 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen, 11 Enthaltungen, damit so beschlossen.